So, hier haben wir nochmal die ganzen kurzen Varianten. Das FG1 werde ich dann auch noch irgendwo mit aufnehmen. Also Prozent, Prozent oder Prozent plus ist der letzte Job. Prozent minus ist der vorletzte. Und dann eben die Nummern oder eben Prozent fu. Und was auch geht, ähnlich wie bei der History Expansion, Prozent Fragezeichen fu. Das ist der letzte Job, der fu irgendwo drin vorkam in der ganzen Zeile, nicht nur am Anfang. Also damit kann man auch relativ schnell zwischen den Jobs wechseln, ohne dass man zum Beispiel immer mit Jobs, mit dem Befehl Jobs nachgucken muss, welche Jobs jetzt welche Nummer haben oder so. Es gibt noch was, was ich jetzt hier auch nicht drauf habe. Machen wir noch meinen X-Term auf. So. Läuft jetzt im Hintergrund, hier haben wir Jobs. Du meintest das hier, Prozent 1. Es gibt noch was an der Stelle. Ich habe jetzt nochmal ein X-Term neues aufgemacht, das andere habe ich ja weggekillt. Jobs. Disown. Also own heißt ja besitzen, disown heißt nicht mehr besitzen, wegschmeißen, wie auch immer. Aber wenn ich jetzt disown Prozent 1 mache, dann ist das hier nicht mehr in den Jobs, aber laufen tut es immer noch. Und wenn man jetzt mit ps-tree nachschaut, müsste hier irgendwo ganz unten ein x-term sein. Nee, ist es nicht. Wo ist das x-term? Es hat immer noch die bash als parent-Befehl, ist aber nicht mehr in der Job-Control drin, okay. Also es ist einfach aus der Job-Control rausgeworfen. Und ich kann jetzt rein theoretisch die Bash auch beenden, ohne dass er meckert, du, da laufen aber noch Jobs. Das ist ganz praktisch, wenn man irgendeinen Job gestartet hat und den so weiterlaufen lassen will, aber die Shell selber beenden, zum Beispiel, wenn man sich per SSH irgendwo eingeloggt hat. Gesundheit. Jetzt gehen wir mal wieder die Bash auf. Wie wollen wir den dann jetzt geht nicht mehr. Ist weg. Also du kannst ihn mit Kill-Prozessnummer dann wieder abschießen irgendwann. Oder wenn das Programm halt noch irgendwie läuft oder so. Ja. Prozess-ID kann man auch nicht wieder in die Job-Control reinholen. Nee, in die Job-Control. Also es wäre mir neu, dass man ihn wieder reinholen kann. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie nachgeschaut, ob es nicht doch irgendwie geht. Ja? Wie wird er den Output schreiben, falls solche Hits stehen? Ja, das stimmt. Er schreibt weiter Output rein. Das, also wenn er Output ausmacht. Also meine aktuelle Shell, die ich dann auch wieder geschossen habe. Das probieren wir gerade mal. Moment. Na, gehen wir mal ins Testverzeichnis. Echo fu nach fubar. Tail-F fubar. So. Es läuft hier ein Tail. Sage ich hier disown. Prozent 1. Oder ich brauche kein Prozent 1 machen. Er weiß ja dann welchen Job. Den letzten. Kein Job mehr da. Und jetzt mache ich nochmal hier Echo fubar. Da rein. Und da sehen wir schon, hier ist es gekommen. Er hat es mir mitten auf dem Prompt geschrieben. Aber der Job ist aus der Job-Control raus. Also wenn ich das jetzt nochmal mache, das Echo-Fubar, da kommt es auch wieder, oder Echo-Bla. Das Tail läuft noch. Und jetzt muss ich halt irgendwie so mit PS schauen. Tail. Da laufen mir viel zu viele Tails. Ach Gott, ja, muss ich mir irgendwann mal aufräumen. fgrep-v inotail, das brauche ich jetzt nicht. So, da ist das Tail-Fubar, die Prozess-ID. Markieren, kill-int, fump. So, und wenn ich jetzt was da reinschreibe, sollte es nicht mehr kommen. Ist weg. Hat mir aber auch nicht gesagt, dass der Prozess jetzt gekillt wurde, weil ist aus der Job-Control rausgeflogen.